Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut TV. Frosch im Hals. Jo, ich habe euch vor einiger Zeit mal gesagt, ihr könnt mir gern mal Videos oder Bilder schicken von eurer Sammlung. Das ist keine Erfindung von mir, das machen auch schon andere YouTube-Kollegen, ja. Aber ich finde sowas echt cool, sehr interessant und da habt ihr die Möglichkeit, eure Sammlung auch mal auf YouTube zu sehen. Finde ich cool. So, und gestern hat mich der Moritz gefragt, du Olli, darf ich dir mal ein Video von meiner kleinen, aber feinen Sammlung schicken? Habe ich gesagt, klar, hier ist meine E-Mail-Adresse. Schick mir da gerne mal was und heute Morgen habe ich dann mal reingeguckt. Sehr schön aufgeräumte Geschichte, sehr schöne Artikel dabei, sehr schöne Sammlung und deswegen habe ich gedacht, mache ich hier eine kleine Reaction drauf. Ich bin kein Kanal für Reaction-Videos. Ich finde das manchmal ein bisschen überbewertet, so Reaction-Videos, ja, mit Anklicken, pausieren und dann drüber diskutieren. Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen, ja. Aber ich probiere mich jetzt mal und dann würde ich sagen, herzlich willkommen bei Moritz seiner coolen Horrorsammlung. Ja, und los geht's. Also ich werde jetzt hier mal gucken, was der Moritz so... ich weiß ja, was er Cooles am Start hat, aber ich habe das Video erst einmal gesehen, Leute. Wir starten das Ganze mal und dann schauen wir mal. Ich pausiere ab und zu mal, ich probiere das mal und sage ein bisschen was dazu. Hier haben wir schon mal so eine Eingangstür. Die verschlossen ist. Do not enter. Und dann drücke ich jetzt mal Start und wir betreten mal den Raum. So, Sammlung von Moritz, Leute. Ja, wir gehen dann erstmal rein, finden sehr schöne Wandbemalung, grau und weiß, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier so ein Until Dawn Poster, gerahmt selbstverständlich, eine Glasvitrine mit einem Until Zombie drauf oder keine Ahnung, ich kenne das Spiel leider nicht. Ich habe es auf der Playstation, aber ich habe es noch nie gezockt. Die Nonne von Sideshow, sehr geiles Ding. Dann ein Pennywise, auch geil, auf jeden Fall. Den hatte ich jetzt, glaube ich, noch nicht in der Sammlung, ich habe einen anderen. Jo, dann haben wir hier auch wieder Conjuring und so ein, wie heißt der? Slenderman, oder? War das doch? Annabelle von Necker müsste das sein, so ein kleines Dingsbums. Ist cool, auf jeden Fall, und den erkenne ich gar nicht. Ist aber auch aus dem Game, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es dann weiter und wir sehen hier selbstverständlich die üblichen Verdächtigen, die immer in jede Horrorsammlung gehören, von High-End Collectibles. Wir haben hier den Leatherface. Und dahinter auch immer Filme mit aufgebahrt. Hatte ich früher auch so. Jetzt habe ich meine Filme alle separat in einem Filmezimmer. Und die Statuen separat. Hier haben wir dann den Michael Myers von PCS. Den habe ich auch. Wunderschönes Ding in 1:4. Richtig cooles Teil. Hinten die rote Beleuchtung finde ich sehr, sehr geil. Also die rote Beleuchtung, die hat noch was. Finde ich sehr stark, ja. Dann haben wir hier den Freddy Krueger. Den neueren von den zweien, ja, ich habe ja den älteren mit der Puppe, der mir persönlich ein bisschen besser gefällt, aber der da ist auch ziemlich geil. Dann haben wir hier den Jason Voorhees, Legend of Crystal Lake, und zwar die Exclusive-Variante mit Harpune und Wechselkopf. Habe ich immer noch zum Verkaufen da, wenn den einer will, ja. Dann haben wir hier den Mick Taylor, den ich euch in meinem 1:6 Figuren-Video vorgestellt habe, der ist sehr, sehr geil. Sehr schönes Vitrinenprodukt, ja. Ja, dann haben wir hier die Wolf Creek Filme, alle beide richtig geil. Ja, Hostel von Nameless, Final Destination von Nameless, sehr stark. Und Saw 1 bis 8, jo. Sehr cool bis hier. Dann haben wir so eine blutverschmierte Vorhangsgeschichte da. Ein Scream-Poster, alles schön gerahmt und den 1:4 Scream ist das? Ist das der 1:4? Ne, ist der 1:3, oder sogar? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber könnte der 1:3 sein? Ich glaube, das ist der 1:3. Mir gefällt jetzt der 1:4 besser, aber 1:3 ist auch nicht so mein Sammelgebiet, deswegen wahrscheinlich. Und die Filme von Scream, sehr schön. Gefällt mir bis hierhin sehr, sehr gut. Die Nonne ist natürlich extra stark, die ist cool und auch mit dem Poster dahinter. Wirkt wirklich sehr, sehr geil und auch die Beleuchtung immer schön indirekt. Gefällt mir wirklich super gut. Hast du gut gemacht, Moritz? Gefällt mir richtig gut. Ja, dann haben wir hier den 1:2 Pennywise. Ein Traum. Dieser ist wirklich ein Traum. Ein richtig geiles Objekt der Begierde, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wirklich cooles Teil. Gefällt mir. Würde ich mir jetzt auch
irgendwo hinstellen, aber wie gesagt, 1 zu 2, 1 zu 3, das sind nicht so meine Sammelgebiete. Die Nonne ist, glaube ich, auch 1 zu 2. Wirklich sehr cool und arschteuer. So, hier noch ein bisschen Horrorgedöns mit Spinnweben. Sehr schön gemacht. Sehr cool. Und da sind wir wieder am Anfang. Jo. Sehr geile Sammlung, was soll ich sagen? Also mir gefällt es sehr gut, auch wie es schön clean und aufgeräumt und immer das Poster zur jeweiligen Figur mit dazu gepackt, finde ich sehr stark. Das mit den Filmen dazu packen, habe ich auch immer so gemacht am Anfang. Ich habe das immer schön separiert, habe themenweise die ganzen Bereiche aufgestellt, aber irgendwann wurden es dann zu viele Filme und dann gab es irgendwann mal, wenn ich... Freddy zum Beispiel und dann gab es da halt diese ewig vielen Mediabooks und die kriegst du alle gar nicht so für so eine Collection 1 bis irgendwas ja dazustellen oder einen einzelnen Titel, den Lieblingsfilm oder den grad, der zur Figur passt, ist auch cool, aber dann reißt man wieder die Filmsammlung auseinander und das ist nicht mehr so mein Ding. Aber sehr geile Sammlung, Moritz, vielen herzlichen Dank fürs Zusenden und ja, wer da auch Bock drauf hat, seine Sammlung hier bei mir auf dem Kanal wiederzufinden, der schreibt mich gerne an. Mache ich sehr, sehr gerne. Ist wirklich sehr cool. Und dann bedanke ich mich ein weiteres Mal fürs Zuschauen. Leute, wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Bis dahin, euer Olli Uncut von Olli Uncut TV. Ciao.